Oh, was ist das denn? Ein super Kürbis. Und wenn ihr wissen wollt, wie der von vorne aussieht, dann müsst ihr das neue Video auf die Meris gucken. Ne, Crumble? Sagt, die sollen das neue Video gucken. Guck das neue Video! Erster Link unten in der Videobeschreibung. Und jetzt mach Platz, geh weg. Onigiri ist schon wieder im Weg. Hallo, Sarah! Hallo und herzlich willkommen auf dem süßesten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Nein, gar nicht, das ist der zweitsüßeste. Und du hast deinen Hut nicht auf. Ja. Ah! Wir sind nur auf die Müffelstücke. Ja, so, wir müssen noch schnell was Halloweeniges machen. Also mal abgesehen von dem total aufwendigen Video auf die Meris. Und was ihr natürlich alle schon geguckt habt oder gleich gucken werdet. Also erzähl mir mal, was wirst du uns heute zaubern? Du Hexe! Also ich habe mir überlegt, dass ich ein paar gruselige... ich habe mir überlegt, dass wir ein paar gruselige Snacks für die Meerschweinchen machen. Cool. Mit was möchtest du denn anfangen? Erstmal brauche ich meine Zutaten. Okay, dann magische die mal daher. Und da sind alle Zutaten. Das hast du wunderbar gezaubert. Und jetzt verbrennt sie. Sie ist eine Hexe. Ah. Nein, Hexen sind ja momentan was Cooles, also passt das. Das allererste kann ich euch zeigen. Und zwar habe ich hier rote Beete eingelegt. So könnt ihr euren Meerschweinchen in dem Napf blutiges Wasser geben. Das geht mal, das mache ich direkt. Jetzt Blut. Tada. Oh mein Gott, ey, das ist voll gruselig, Mann. Hör schnell weg. So, erste DIY kam super gut an. Yeah. Dann mach uns nochmal was Neues. Einen gruseligen Finger. Wenn du es noch nicht mal weißt, woher soll ich das denn wissen? Mir fehlen die Worte mal, wie das heißt. Achso, du machst einen gruseligen Finger. Okay. Genau. Ey, schneid dich nicht. Man schneidet immer vom Körper weg. Niemals. Das ist das Erste, was du lernst in Pfadfindern. Du hast schöne Ohrringe. Ich weiß. Nein, das ist eigentlich ziemlich eklige Ohrringe. Aber coolen Hut hast du. Da, Bananenpampenkleber. Bananakleber, unser nächste Banane. Ich musste mir überlegen, was man nehmen kann, außer Ketchup. Totale Professionalität und so. Das ist zu groß. Ach, das schneide ich ab. Jetzt ist das zu groß. Dann schneide ich das ab. Das macht nichts. Das ist für die Meerschweinchen. So viel Anspruch Richtig. Haben die nicht. Richtig. Tada. Und jetzt hat man hier so einen coolen Finger. Oder mit eine Speerspitze. Ey! Du pelzt eine Banane. Was hast du vor? Was machst du? Achso, ich mache einen Bananengeist. Poke, poke, poke. Hey, Bananengeist, alles klar? Komm, ich gebe dir mal einen Finger. Und ich fresse auch gar nicht das ganze Zeug weg. Würde ich nie tun. So, Apfel schneiden. Ja, jetzt kommt ein Apfelgebiss. Nein, das geht nicht durch. Ah! Hier rasten schon die Meerschweinchen aus. Guck mal. Marshmallow sitzt da. Gibt's Essen? Ich höre es. Wo ist das ganze Essen? Ah, guck mal, jetzt kommen die ganzen Sachen zugute, also, die ich schon eine Zeit aufesse. Also beeil ich lieber, sonst ist gleich alles weg. Man kann Kürbiskerne oder eben Sonnenblumenkerne nehmen für je nachdem große oder kleine Zähne. Genau, kann man nehmen. Nom, nom, nom. Und im weiteren Verlauf, nicht schön, aber selten und für Meerschweinchen reicht es, ein Meerschweinchen-Gebiss. Nee, Quatsch, ein gruseliges Gebiss. Gruselig. Das wird ja eh aufgegessen. Nom, 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 nom. Naja, eigentlich wie ein geschnitzter Kürbis, nur als Paprika. Oh nein, das ist eklige Gehirnmasse. Und als Topping kann man einfach ein Brokkoli nehmen. Okay. Dass das Gehirn rauskommt. Zeig, so sieht das aus. Ja. Das ist echt ein klarer Fall für Meerschweinchen mögen das. Für die reicht das. Ja. Die haben eh keine Ahnung. Und jetzt kriegen die Kackbratzen auch endlich, was sie nicht verdienen, aber die kriegen es jetzt trotzdem. Nein! Warum machst du das? Du Monster! Und wir wünschen euch ein schönes Halloween. Banana Crumble ist natürlich sehr begeistert. Die will die Banane nicht, hast du gesehen? Hammer. Jemmel. Wow! Alles klar. Wir wissen gar nicht, ist wo sie anfangen Geist. Sollen. Der Geist ist nicht begeistert. Das war witzig. Und alles Gute. Ein Haufen glücklicher Meerschweinchen. So muss das sein. Mich mag es immer so schön, wenn es Banane gibt. Sollen wir die Paprika nehmen? Und die Zähne?